Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Land. In der letzten Folge haben wir ziemlich viel über das Spiel gelernt. Wir haben unser Haus verbessert. Wir haben jetzt ein richtig schön großes Haus. Und wir haben unser Hammer verbessert. Und in der letzten Folge, kurz vor Ende, haben wir bemerkt, dass Feinde in der Nähe sind. Und es wird langsam hell. Deswegen nehmen wir unseren Hammer und gucken jetzt, wie viel Schaden der macht. Zwei Feinde. Fledermäuse. Oh, ich will nichts bauen. 38, ja gut, das sind neue Feinde jetzt. Oh, daneben. Ich kann daneben schlagen. Oh, ich hätte gerne eine Schusswaffe. Ein Fledermausflügel, okay. Wie man daneben schlagen kann, ey. Mit einem Hammer auf eine Fledermaus. Kannst du doch gar nicht daneben treffen. So, den Pilz nehmen wir noch mit. Und dann geht's nach Hause. Was brauche ich dafür nochmal? Ich habe gerade mal drei Metall. Aber meine Nutzpflanzen sind fertig. Die Pilze ignoriere ich erstmal. Die finden wir, wenn wir sie finden, ganz einfach. So. Dann stopfen wir uns mal den Wanst voll, würde ich sagen, ne? Komm. Wir haben jetzt. Okay, nicht so viele Karotten, wie ich dachte. Ah doch, ah, das hat nur ein bisschen länger gedauert, bis sie kamen. So, Baumwolle. Machen wir erstmal ein bisschen Baumwolle fertig, ne? Wir können ja einen neuen Brunnen bauen. Wo ist denn der? Ja, dann lande hier. Ich hab Fisch für dich. Du hast immer noch dieselben Sachen, aber ein paar Larven könnte ich gebrauchen. Oh, der hat keine mehr. Ich habe auch nicht genug Geld. So. Fisch bester Qualität. So frisch, bring mir mehr. Ich bezahle gut für jeden von ihnen. Du bist zu selbstsicher, Brr. Wie meinst du das? Deine Felder sind nicht gegen Krankheiten oder Schädlinge geschützt. Du hast recht, manchmal stehlen Monster meine Ernten. Nö. Ich töte sie. Auf meinem Planeten. Schützen wir unsere Felder mit Holzzäunen, so sichern wir unsere Ernte. Das ist eine tolle Idee. Ich zeige dir, wie man Zäune baut. Ich mache mich an die Arbeit und baue fünf Zäune. Zaun. Neue Mission, fünf Zäune bauen. Okay. Was ist ein Auftrag von ihm? Erstmal ein paar Sachen verkaufen. Hier kriegst du den ganzen Schleim. Ich habe die Eichel noch nicht gesehen. Ach ja, ich wollte ja einen neuen Brunnen bauen. Aber ich habe ja diesen großen Brunnen jetzt, ne? Den sollten wir bauen. Ja. Du kannst ein bisschen Stein haben. Davon habe ich mehr als genug. Jo. Hier die Fledermausflügel kriegst du auch noch. So. Und dann kaufen wir deine letzten. Was? Kaufen. Deine letzten Larven. So. Kann man ja nie genug haben. So, Zäune baue ich wahrscheinlich damit, ne? Zaun, vier Holz, okay. Oh Gott. Ah nein. Oh Gott, dieses Zaun bauen könnte nervig werden. Ich würd zuerst gerne diesen großen Brunnen bauen. Ich brauche dafür ein Seil. 8 Meter. Ah, okay. 5 Meter. Wo kriege ich ein Seil her? Ich weiß nicht, das mit den Zäunen, das könnte arg nervig werden, ne? Gucken wir mal. Das ist so doof. Wie steuert sich das Ganze mit Maus und Tastatur? Nicht viel besser. Oh Gott, das ist ja grausam. Dann lieber Controller. Er wird nicht besonders hübsch werden. Er wird nicht besonders hübsch werden. Aber ich werde einen Zaun bauen. Ne, es geht, es geht, es geht. Also. Ich habe kein Holz mehr. Ach Gott. Und ich habe natürlich nicht nachgepflanzt, auch ich bin so ein Mongo.
zweiten Grades. So, erstmal die Eichel platzieren. Dann Pinienkerne. Brauch einen Planeten nur, der nur aus Wald besteht, ey. Dann hacke ich den irgendwie einmal offscreen total ab. Und dann werden wir nie wieder Probleme haben. Falls es hier andere Planeten gibt. Ist ja logisch. Muss es eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles auf diesem kleinen Mini-Planeten irgendwie läuft. Was? Schnell, dreh den Planeten, um zu verhindern, dass Meteoriten eine Katastrophe verursachen. Was? Ich drehe den Planeten mit meiner eigenen Kraft? Okay. Ja, das ist eine große Taste. Der Meteorit hat Samen aus einem anderen Teil des Universums mitgebracht. Kaido, was denn für Samen? Cool. Warum nicht? Klar, gerne. So, was haben wir? Keins, weil es nicht mehr geregnet hat, weil das Spiel mich hasst. Echt jetzt? Oh, ab! Das ist mein Essen. Na super. Ja, direkt daneben. Ich frage mich, ob man hier Waffen bauen kann. Oder ob man immer nur mit dem Hammer zuschlägt. Ja, ist doch gut, Mann. Jetzt geh doch mal kaputt. So, Fliegenpilzen nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir dadurch irgendwann Schädlingsbekämpfung machen. Mit Fliegenpilzen. So, wir haben noch nicht genug Metall. Ich will Metall haben. Wir brauchen nämlich 20 Metall. Ich habe doch mehr als genug Metall. Materialien. 3. Ja, da war doch viel mehr. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich hätte schwören können, ich habe 13 Metall. Vielleicht habe ich das auch nur beim Händler gesehen. Immerhin ein Metall mehr. Ja, guck mal, wer mich da besuchen kommt. Meine alte Schulfreundin. Aus dem Tutorial damals. Bin gleich bei dir. Ich habe ja eine Minute Zeit, ne? Dann werden wir halt den ganzen Stein, den ich habe, verkaufen. Wobei, der ist auch nur eins wert, ne? Das kostet alles so viel Energie. Oh, komm, ich komme zu dir. Ich bin so erschöpft. Ich will mit dir reden. Ich brauche, jetzt brauche ich Informationen über die Monster. Es gibt hier eine Art von nachtaktiven Fledermäusen. Ich brauche deine Hilfe, um eine Probe ihrer Flügel zu nehmen. Ich werde sie erledigen, bekämpfen. Hab ich. Hier, bitte. Danke, Argo. Das sollte genügen. Jetzt können wir mit der Analyse der Daten beginnen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Yay. Ja, gut, dann kommen wir beim nächsten Mal wieder. Gehen wir erstmal schlafen. Lustiges Spiel. Kann man sich antun. Aber ich hätte gerne Regen. Ja, bauen wir noch ein bisschen Stein ab. Apropos Stein. Schmiede. Gesperrt. Werkstatt. Kann ich mein Haus nochmal verbessern? Küche. Ah. Okay, ich brauche noch ein Metall. Okay, wir brauchen ein Metall und der Rest ist Holz. Warum Holz? Holz ist echt selten. Also, der nächste Händler, der kommt und Holz am Start hat, den werde ich erstmal beklauen, ganz ehrlich. So, wir sollten natürlich die Beeren mitnehmen. Und nach Samen Ausschau halten. Wie sieht's bei dir aus? Schneiden. Schneiden. 3 Minuten. Okay. Ich frage mich, ob das oben rechts auch angezeigt wird. Wenn die Bäume fertig sind. Muss ich drauf achten. Ja, aber holen wir erstmal. Ich will das nicht verbessern. Ich habe noch keine Seile. So.
Gut, wir sehen jetzt mal auf jeden Fall einen Kohl, weil wir haben auch noch einen Kohl, aber weiß jetzt gar nicht, was regnet. Guck mal, wie schnell alles fertig wird. Oh, Regen ist toll. Ich liebe Regen. Jedenfalls im Spiel. Stoff. 5 Fäden. Okay. Damit hätte ich 4. Ach, gar nicht. Ich habe ja die Angel gebaut. Ich habe ein Kristall. Nein, ich wollte sie nicht bauen. Bei der Switch ist diese Taste die B-Taste. Warum? Jetzt habe ich keine Kristalle mehr. Geil. Oh, der Regen ist gut. Und die Bäume. Ja. Oh mein Gott. Achso, das ist noch nicht fertig. Pflanzen wir wieder ein bisschen Kohle ein. Bäume sind fertig und geben jetzt sogar schon Eicheln ab, ne? Hier, komm. Ich würde sagen, bevor wir die ernten oder bevor wir die ausbeuten, ernten wir erstmal ein paar Samen, ne? Oh, ein Fliegenpilz. 3 Pilze mittlerweile auf unserer Insel. Die wachsen, glaube ich, noch. Okay, wo sind denn die Pilze? Da. Orientierung in diesem Spiel ist. Ja, da kannst du hinfallen. Nein! Nicht auf meinem. Baum. Na gut. Das Holz. Habe ich ein bisschen Holz. Okay, Feinde, wo seid ihr? Ihr kriegt aufs Maul. Weg von meinem Planeten. Diese blöden Fledermäuse, die mein Essen klauen wollen, ne? Vor allem, was bringt das, wenn ich einen Zaun baue, wenn da Fledermäuse rumhängen? Weißt du, die gucken meinen Zaun an und lachen mich aus. Geil. Genau das, was man sich wünscht. Feinde, die einen noch rauslachen. Seile. Konnte ich Seile eigentlich schon bauen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Na gut, dann nicht. Wie dreht man Planeten drehen? Habe ich doch gemacht. Wieso sind die denn auf meine Bäume gefallen? Nächstes Mal landen sie hier auf dem Stein. Apropos Stein, wir sollten da mal hingehen, ne? Gib mir die Bärchens. So, wie sieht's hier aus? 3 Minuten. 21 Sekunden. Okay, gucken wir mal gleich mal, ob es oben rechts markiert wird, dass dieser Baum Samen hat. Das würde mich mal interessieren. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Nein. Wird natürlich nicht angezeigt. Mir ist ein Samen auf den Kopf gefallen, geil. Aber gut. Damit können wir auf jeden Fall noch mehr Bäume bauen. Bäume bauen auch nicht schlecht. So, mehr Bäume für den Zero. Eichel. Oh Gott, diese Reichweite. Oh. Ja, ich bin gleich bei dir. Ja, ich habe dein Stoff habe ich sowieso nicht. Aber ich würde gerne Metalle vielleicht kaufen. Vielleicht. So. Das dürfte erstmal genügen. Und ich kann dich schieben, sehr schön. Und dann lande doch bitte hier neben mir. Dankeschön. Das sind auch gleich direkt die Steine. Dann gucken wir mal. Okay, bringt nichts. Keine Ahnung, was das bedeutet. So, kaufen. Metall. 25 will er dafür. Geizkragen. Ja, dann gib mir wenigstens die Bäume. Ja, komm. Und selber kannst du haben. Was gebe ich dir denn? Ich weiß nicht, wozu sind überhaupt die Pilze da? Können im Unterholz gefunden und gegessen werden. Oh, okay. Und hier? Können im Unterholz gefunden werden und gegessen werden. Ich weiß ja nicht, ob ich so einen Fliegenpilz essen will. Aber wir können es gerne mal versuchen und gucken, was dabei rauskommt. Giftiger Fliegenpilz.
Ach, und der Fliegenpilz ist nicht giftig? Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Eine nicht essbare, zerklüftete, aussehende Art von Fliegenpilz kann Vergiftungen auslösen. Ach, aber der nicht? Ernsthaft? Und wir müssen noch Weizen sehen, ne? Naja. Soll ich Metall kaufen für 13? Ah, das ist mein Metall. Scheiße. Oh Gott. Na gut. Habe ich seit ich die Pflanzen gekauft? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich weiß, der Auftrag ist nicht beendet. Alter, ich will kaufen. Das kaufen, ne? Ja. Okay, ich habe die Pflanzen gekauft. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall das Zeug. Und dann sehen wir hier den Weizen, den haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Was soll das denn jetzt? Na gut, oh Gott. Ich will dich nicht kaputt machen, sorry. Samen! Ja, gib mir Samen. Viel mehr. So, dann sehen wir hier auf jeden Fall nochmal unsere Piniensaften. Haben wir jetzt 7 Stück? Geil. Das wird ja wohl erstmal an Holz reichen, ne? Ich will ja nicht, dass jemand sich beschwert, dass ich kein Umweltschützer bin. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Brunnen. Aber dafür, ich will halt keine Materialien für einen neuen Mini-Brunnen verschwenden. Ich bin geizig. Ich bin einfach geizig, muss man dazu sagen. Ich sehe es halt einfach nicht ein. Ich will einfach direkt das Beste vom Besten haben. So war ich schon immer. So. Und wenn die alle groß gewachsen sind, wenn es jetzt noch anfangen würde zu regnen, das wäre cool. Voll Koll, Alter. Da hätte ich nämlich ganz, ganz viel Holz. Ja gut, wenn mir ein so ein Baum 2 Holz gibt. Ne, 4 Holz, 4 Holz, ne? Ist auch nicht die Welt. Irgendwo schon ein bisschen schäbig. Ja gut, haben wir Wasser am Start. Ja, nice. Gießen wir gleich mal den Scheiß hier. Zack. So ein bisschen schneller wächst. Kann ich das? Jawohl. Ja, also rein theoretisch würde sich schon lohnen, einen weiteren Brunnen zu bauen, weil der würde ja immer Wasser haben und dann könnten wir die Bäume schneller wachsen lassen. Guck mal, wie schön das ist. Ist auch gleich fertig. Das ist toll. So. Dann essen wir nochmal ganz kurz ein bisschen was. Ich meine, wir haben unendlich Beeren. Die sollten wir auf jeden Fall einfach mal essen. Später in der Küche können wir das Ganze auch noch ein bisschen dann verfeinern. So, apropos Küche. Wissen wir denn noch, was wir dafür brauchen? 30 Holz. Ein Baum gibt mir 4, ne? Dann brauche ich jetzt noch 8, glaube ich. 8 Bäume muss ich, glaube ich, fällen. Ernten wir erstmal das hier. Damit können wir nämlich Brot herstellen. Dankeschön. Und dann nochmal Baumwolle rein. War ja klar. Wo sind die Feinde? Wo sind die Feinde? Wo sind eigentlich die schönen Schleime hin? Ich vermisse die Schleime. Ah. So. Ey. Ey. Ich will nicht den scheiß Stein kaputt machen. 84. Gut, wir haben 4 Damage dazu bekommen. Ist auch nicht gerade ein Welthit, ne? Ich glaube, diese Steine werden wir nie los, oder? Eichel. Dankeschön. So. Ah, der Typ wieder. Dann komm mal her. Ich habe die Zäune noch nicht fertig gemacht, ne? Na gut, hab Spaß. Ich bin noch am Arbeiten, Dude. Ich bin noch am Arbeiten. Das kommt noch. Einfach so viel zu tun hier. So. So. Oh, das wird lange dauern, das Holz zusammenzukriegen. Ach du Scheiße.
So, hätte ich die Zäune damals nicht gebaut, dann wäre es auch kein Problem gewesen. Was? Ich bin so erschöpft. Ach. Darum werde ich niemals Kinder haben, weil sie nervig sind. Ich bin erschöpft. Also. Ihr seid natürlich nicht nervig, weil ihr seid bei mir nicht zu Hause. Wenn ich keinen Bock mehr habe, hole ich FPC aus. So. Huch. Hallo, mein Großer. Dann fäll ich dich einfach mal, ne? Oh, ich habe genug Erfahrung gesammelt. Geil. Du bist fertig? Du bist fertig. Hat's geregnet in Zwischenzeit? Kann das sein? Nö. So, mehr Baumwolle. Habe ich jetzt genug, um noch ein paar Fäden herzustellen? Ein Faden. Ich muss das Feld verbessern, dafür brauche ich ein Seil. Ich muss meinen Zaun irgendwann noch fertigstellen. Und da habe ich so viel zu tun, Freunde. Jetzt möchte ich kochen. Weil so sparen wir viel Zeit. So, ist da gerade irgendwas runtergefallen? Habe ich da was gesehen? Oder ist irgendwas groß geworden? Ich weiß es nicht, das ist so unübersichtlich hier bei mir. Deswegen mag ich halt die Ordnung. Ich fälle dich. Super. So. Dann schlafen wir erstmal. Ausdauer. Ich weiß nicht, ob ich mit Magie irgendwas machen möchte. Wir gehen erstmal ein bisschen auf Ausdauer, ne? Dann ist er auch nicht so schnell erschöpft und nervt auch nicht so schnell. Du bist neu. Du warst vorher noch nicht da. Täusche ich mich oder war das hier noch vorher? Das war doch vorher noch nicht da. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hier war kein Fass. Ja, Haus ausbauen. Du hast ein Rezept bekommen. Croissant, Brot, Seil. In der Küche mache ich ein Seil. Ich wollte schon sagen. Öl. Okay, jetzt weiß ich, wofür ich Öl brauche. Seil. Machen wir uns erstmal ein Seil. Damit können wir ja bekanntlich das hier verbessern, ne? Ach, zwei Seile. Ich kotz gleich. Was brauche ich für den Brunnen? Ein Seil, vier Holz. Okay, Holz kann ich auch organisieren. Ist gar kein Problem. So. Ich muss sowieso jetzt die Bäume hier loswerden langsam. Ich brauche erstmal genug Samen von denen, ne? Oh, ich sehe Samen. Gib her, Junge. Ist alles meins. Wie viele Samen habe ich jetzt? Zwei Pinienkerne, eine Eichel. Ach du Scheiße, ist ja gar nichts. Wie sieht's bei euch aus? Zwei Minuten, eine Minute. So. Was hast du für Neuigkeiten für mich, Mädel? Tja, was es sein wird, Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.